Ich bin von der Kuh, habe ich eine draufgekriegt. Ich bin in Bayern, sagt man, im Odel groß geworden. Wir haben uns gegenseitig abgeschleckt. Wir haben die Karotten nicht gewaschen, wenn wir sie gegessen haben. Aber wir erleben ja eine Zeit, in der Kinder gar nicht mehr Kinder sein dürfen. Und wir gehen in die Schule, da sitzen die kleinen Mäuse mit ihren Masken. Die müssen sich testen, weil sie eine Gefahr sind. Die Großeltern sind geimpft, die Eltern sind geimpft, sind doch alle geimpft. Also was erkläre ich denn den Kindern? Und es geht eigentlich ein medizinethisches Gebot, das besagt, wir dürfen in allererster Linie, egal was wir machen medizinisch, nicht schaden. Man muss eine Gesellschaft daran messen, wie sie mit den Kindern und den Alten umgeht. Und da, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, hat die Pandemiepolitik hier versagt. Bei den Alten am Anfang und bei den Kindern ist es immer noch so. Und die Kinder sind für mich, die Kinder und Jugendlichen sind für mich die am stärksten von den pandemischen Maßnahmen betroffene Gruppe. Weil es nirgendwo anders, in keiner Altersgruppe, ein so großes Missverhältnis gab zwischen persönlichem Nutzen, ja, und den Folgen der Maßnahmen. Aber was wir sehen, und wir selbst machen ja wissenschaftliche Politikberatung, aufgrund der extrem raschen Bedarfs nach Entscheidungen, plötzlich alle Experten waren, also dass wir letztendlich zurückgeschritten sind in unserer Entwicklung, weg von der Evidenz hin zu Expertokratie, und dass selbst die wissenschaftliche Politikberatung sehr ernst genommen haben und auf seit Jahrzehnten auf die Evidenz pochen, plötzlich zu Experten geworden sind, die auf Tagesebene Meinungen von sich gegeben haben, statt evidenzbasierte Haltungen. Wir haben dann immer wieder die gleichen honorigen Wissenschaftler, die uns die Welt erklären und teilweise Dinge liefern, die einer wirklich intensiven Prüfung nicht standhalten würden. Und auf der anderen Seite haben wir Wissenschaftler, die systematisch ausgegrenzt werden. Es gibt nicht die eine Wissenschaft, ja? Und deshalb kann es auch nicht Wissenschaftsleugner und Wissenschaftsgläubige geben. Es gibt gute Wissenschaft, schlechte Wissenschaft. Das meiste, was heute veröffentlicht wird von den 500 Studien pro Tag, ist schlechte Wissenschaft, ja? Ist Wissenschaftsmüll. Welche Daten sind wertvoll jetzt für Entscheidungen, die ich zu treffen habe, für die Gesundheit der Bevölkerung? Dazu braucht es eine sehr gute wissenschaftliche Ausbildung, ja? Und dazu reicht es auch nicht, wenn ich ein Chemiestudium habe oder ein Biologiestudium, zum Beispiel als Journalist. Ich glaube, die werden jetzt vielleicht alle runterdrehen, dann über den Sommer wieder weniger zahlen. Aber dass sie im Herbst einfach wieder von neu anfangen. Das wäre das Horrorszenario von Corona, dass sie im Herbst wieder sagen, wir machen wieder zu. Vierte, fünfte Impfung muss jetzt her. Ich habe das in meinem Medizinleben 45 Jahre eigentlich so praktiziert, dass ich mich an Evidenz orientiert habe und erlebe es jetzt im Zuge der Corona-Pandemie eigentlich zum ersten Mal, dass nicht Evidenz in der Medizin den Ton abgibt, sondern Politiker, die glauben zu wissen, wie es geht. Hüpfen, tanzen, springen, Lebensfreude. Ja, ich wünsche mir für meine Kinder und alle anderen Kinder Unbeschwertheit, ja. Und ich möchte allen eigentlich das Juvenal-Zitat mitgeben, ja, so betrachtest als die größte Torheit für das nackte Leben, diejenigen Dinge in Frage zu stellen, für die es sich zu leben lohnt, ja. So mach ich's. Ich bin, und das ist gut. Jeder soll so sein.